Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch? Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Man ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus. Ganz ruhig. Diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja. Langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren. Ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt! Das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf. Und dann kommen wir. Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Das macht unseren Jungs etwas Platz. Das ist unser Einsatz. Voll Gas! Achtung, Beschuss! Die Artillerie nimmt unsere Jungs auseinander! Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein. Vorwärts! Sie haben einen von uns erwischt! Augen geradeaus! Fahr! Wir sind sehr langsam. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir! Es liegt am Schlamm! Ich würde es vorziehen, kein Ziehen zu sein, Frischling! Vorwärts, damit wir freien Schussfeld auf die Feldgeschütze haben! Je mehr Draht wir wegräumen, desto schneller können unsere Männer vorrücken! Hast du das gesehen? Diese MGs halten unsere Jungs auf! Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus!
Fritz gibt nur auf, wenn wir ihn dazu zwingen! Haltet ihr die Stellung und schlagt Fritz in die Flucht! Die Jungs rücken vor! Unterdrückungsfeuer fortsetzen! Lasst sie nicht zur Ruhe kommen! Fritz ist auf dem Rückzug! Sehr gut! Halten und weiter unter Druck setzen! Wir sind rechtschaffene Männer! Gut gemacht, Jungs! Jetzt nehmen wir den nächsten Graben ein! In den Orkus geschickt! Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs! Ein MG weniger! Die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche bis zu unserer Ankunft in Combray, Jungs. Edwards? Edwards?
Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Finch! Zu dem Dorffahrer!
Geschütz platt machen, aber schnell! Los, zur feindlichen Stellung in dem Gehöft! Schub erhöhen und durch!
müssen hier Scheiße. Weg! Scheiße! Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treib sie zurück, Jungs! Lasst es ihn! Ich habe keine Zugkraft, Sir! Sie bewegt sich nicht! Kurzhard! Kurzhard! Richard! Sir! Die Taube! Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Edward, hinter dir! Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Ende, Jungs. War schön, mit euch zu dienen. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Bitte jetzt nicht. Komm schon, Chris. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Ich sehe keine 20 Meter weit. Wir brechen durch.
Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Erkundest das Gelände. Wenn da ein Geschütz ist, schalt es aus. Wenn's eng wird, helfen bitte. Andernfalls kommen wir mit Bess nach, sobald du das Signal gibst.
Wir warten hier. Du weißt, was du zu tun hast, Edwards. Bist du ja, Kleiner? Das war Zauberei, Fahrer! Wahre Zauberei! Als gäb's den Krieg gar nicht! Was? Zurück! Ich breche durch den Draht! Ich kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorn. Vorne könnte es Ärger geben. Du spähst das Gebiet aus und wenn alles okay ist, gibst du uns ein Signal. Wir kommen und helfen, wenn wir hören, dass es Probleme gibt. Hast du was gesehen? Hängst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Thank you.
dir was. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edwards. Sieh dich vor, darum kümmern wir uns. Ich kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Es hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst aber weiterhin vorausgehen, um unseren Vormarsch... Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Edward, schneller! Ihre Füße sind in Reichweite! Weg hier! Weg! Liegt ein Vorposten und wie es aussieht, sind sie auf Bess vorbereitet. Wir ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. Thank you.
einsteigen, Edwards. Du fährst. Nichts wie weg hier. Gute Arbeit, Jungs. Ihr habt Pritch und Finchy stolz gemacht. Jetzt lasst uns Beth von hier wegbringen. Edwards, was? Sir, Sie brauchen neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben.